Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Hallo liebe Leute, willkommen zum Sonntagsrennen in Japan.
Ich darf euch wieder begrüßen. Mein Name ist Obi und wir schauen uns heute das zweite Rennen der Rookie Racing League in Japan an. Diesmal habe ich den Vorteil, dass ich persönlich der Streamer am Donnerstag schon war und schon das hautnah und live miterlebt habe, wie es dort abging. Wir sollten eigentlich um 20 Uhr starten, es fehlen aber noch 7 Fahrer. Das heißt, es könnte sich ein wenig hinauszögern. Falls ihr irgendwelche Fragen oder sonstiges habt, dann bitte gerne in den Chat. Ich versuche auf alles einzugehen. Wir schauen uns in der Zwischenzeit die Tabellen der Sonntagsliga an. Wir starten mit der Fahrertabelle. Da sehen wir, dass C3X mit massivem Vorsprung derzeit die Tabelle anführt mit 493 Punkten. Auf Platz 2 haben wir dann MCX100 im Ferrari mit 365 Punkten, Lukas Falk, McLaren mit 298, Drift Racer mit 263, Sabino mit 219, Stevie mit 211, Michael Reigns mit 196, Stage mit 193, die Deutsche Zahnfee mit 189, Band Racer mit 160, Legacy mit 143 auf B11. Ich habe vergessen, die Platzierung mitzuteilen, aber ihr könnt das ja dann noch selbst mitzählen. Wir waren bei Force im Racing Point mit 92 Punkten auf B12, Jasperinho auf B13 mit 79 Punkten, Rocking Rookie mit 78 Punkten auf B14, Flux mit 68 Punkten auf B15, Uno mit 60 Punkten auf Platz 16. Auf Platz 17 haben wir den Svensson im Alfa Romeo mit 56 Punkten, Stadler im Ferrari mit 43, die Steffi mit 22 auf B19. Und auf B20, auf dem vorerst letzten Platz, haben wir Mima Racing mit 16 Punkten. Das ergibt dann Folgendes in der Teamtabelle. Und zwar haben wir da Mercedes auch weit, weit vorne auf B1 mit 656 Punkten. Auf B2 haben wir McLaren mit 463 Punkten, Ferrari mit 418, auf B4 Haas mit 374. Auf B5 Toro Rosso mit 330, Alfa Romeo auf B6 mit 324, auf B7 haben wir Renault mit 277, den Williams auf B8 mit 197, Red Bull mit auf Platz 9 mit 175 und den Racing Point bildet hier in der Team WM hier das Schlusslicht mit 158 Punkten. Wir switchen dann gleich rüber und schauen mal die Fahrer an, die heute mit an den Start gehen. Und zwar haben wir im Mercedes C3X und einer fehlt noch. Im Ferrari haben wir MCX100 und Stadler. Im Red Bull haben wir Red Oxen und Rocking Rookie. Im Renault haben wir Stevie und Flux, die Gebrüder Bär. Im Haas haben wir dann die Zahnfee und den Stage. Lukas Falk und Michael Reigns dann im McLaren. Im Racing Point haben wir dann Force und die Steffi. Im Alfa Romeo haben wir Svensson und ich glaube Uno sollte eigentlich mitfahren. Da kommt aber noch ein Ersatz. Fahrer heute rein. Im Toro Rosso haben wir Drift Racer und ebenfalls noch einen Ersatzfahrer. Und im Williams haben wir Band Racer und Jasperinho. Irgendwo ist jetzt einer dazugekommen. Ich glaube, Mima Racing im Toro Rosso ist doch kein Ersatzfahrer. Also Mima Racing hat sich jetzt auch in der Lobby eingefunden. Das heißt, uns fehlt noch ein Fahrer bei Mercedes und ein Fahrer bei Alfa Romeo. Währenddessen ist Sabino auch im zweiten Mercedes angekommen. Das heißt, uns fehlt nur noch der Alfa Romeo Fahrer. Und das wird auch dann der letzte sein, auf den wir noch warten.
dann sollte das ganze Spektakel auch in der Sonntagsliga heute losgehen. Wir fahren heute 50%, also ein kurzes Qualifying wie in allen Serien bei uns, dann ein 50% Rennen danach und dann wird sich wahrscheinlich eh schon herauskristallisieren, ob C3X sich den Fahrertitel schon vorzeitig sichern kann. Aber ich glaube, da hat MCX noch die Chance dagegen zu halten. Während gerade bei Williams ein Fahrer die Flucht ergriffen hat, das war Bernd Racer. Im Rennen am Donnerstag war Sabino, der heute im Mercedes fährt, der glückliche Gewinner. Mal schauen, ob er jetzt hier mit anderen Fahrern wieder erfolgreich sein kann. Mima Racing im Toro Rosso hat am Donnerstag den zweiten Platz mit nach Hause genommen. Oder? Nicht, dass ich euch jetzt einen Schwachsinn erzähle. Ich weiß nur, dass Mima Racing auf P2 in der Fahrer-WM ist. Also kann schon sein, dass er... Nee, war eine Fehlinformation von mir. Der war nur so lange auf P2, ist aber dann runtergefallen auf P6. Racing Goku hat auf dem zweiten Platz das Rennen beendet, der fährt aber heute nicht mit. Und die Steffi konnte sich P4 holen, das heißt, die können wir auch noch... auf die Favoritenliste schreiben. Mich würde auch von der Seiten des Chats noch interessieren, wen ihr ganz vorne heute seht. Also bei mir muss ich sagen, dass wir einfach C3X immer als gefährlich hier einstufen müssen. Für die Bowl als wie auch für den Rennsieg. In der Zwischenzeit darf ich Kai und Sabine im Chat begrüßen. Guten Abend. Hallo Marco. Schön, dass ihr alle wieder im Chat mit dabei seid. Wie gesagt, eure Favoriten für das heutige Rennen würden mich brennend interessieren. Währenddessen ist der zweite Alfa Romeo der High Ground 66 angekommen. Jetzt wartet alles nur noch auf Bernd Racer, der auch schon Platz genommen hat. Das heißt, es wird in Kürze starten. Vier Fahrer haben auch schon auf bereit gedrückt und Michael Reigns hat jetzt auch das Go gegeben. Im Chat, das heißt, ein paar Fahrer werden jetzt alle werden auf Weiter drücken und da läuft die Zeit auch rechts oben schon. Ich darf euch nochmals begrüßen zum heutigen Sonntagsevent der Formel 1 Sonntagsliga der RL. Kai, meine Tipps sind für die Top 3 C3X, B1, MCX, B2. Und B3 wird dann schwierig. Ich sage jetzt einfach mal Sabino. Ich gehe mal balls deep und sage, Sabino macht hier den dritten. Während wir hier jetzt uns nach Japan beamen. Trotz Ausgangssperre befinden wir uns gleich in Japan. Und zum kurzen Qualifying. Im Chat wurde schon gefragt, ob das heute ein Geisterrennen wird, also ohne Zuschauer. Der Zahl im Stream, die widerspricht hier ein bisschen. Es haben sich doch 12 Leute, wobei da ein paar Fahrer dabei sind, schätze ich jetzt einfach mal, aufbewegt, um uns hier zu begleiten durch das Rennen. Ich schalte mal hier wieder alles ein, damit ihr top informiert seid. Und wir warten, bis der erste Fahrer
aus der Box rausfährt. Derzeit warten noch alle. Ich hoffe, ich bekomme auch ein Bild vom Wetter. Und während ich es sage, bekomme ich das Wetter und es bleibt trocken im Quali sowie auch im Rennen. Im Rennen haben wir es leicht bewölkt. Und im Quali haben wir es mit strahlendem Sonnenschein. Und ich hatte gerade ziemliches Glück, denn ich war schon auf Red Oxen, während er hier jetzt die Boxengasse verlässt. Und wir fahren gleich eine Runde mit Red Oxen, der gerade von der Startziel hier in die ersten beiden Kurven einfährt. Der erste Bad ist sehr, sehr technisch und man braucht einfach den Rhythmus. Hier durch die S-Kurven geht es immer links, rechts, links, rechts. Und dann nochmal eine sehr langgezogene Linkskurve, auf die wir jetzt gerade zufahren. Die muss richtig gut sitzen, ansonsten kommst du hier raus auf das Gras in den Schotter. Dann kommen hier zwei schnelle Rechtskurven, die auch sehr gut getroffen werden müssen. Sonst passiert genau das hier. Haben wir sehr schön von Red Oxen gerade. Ich habe ihn nicht dafür bezahlt, dass er mir hier jetzt den genauso zeigt, wie es eben nicht gehört. Und wir fahren jetzt einfach mit ihm trotzdem die Runde noch fertig, trotz seinem Dreher, und schalten dann vorne hin auf die Fahrer, die vor ihm sind. Hier haben wir dann die Haarnadel im zweiten Sektor und dann beschleunigen wir durch die sehr, sehr lange Rechtskurve Richtung Spoon. Spoon deswegen, weil die Doppellinkskurve hier aussieht wie ein Löffel, wenn ihr auf die Karte seht. Und hier die erste links und die zweite links. Sehr, sehr technisch. Wie gesagt, wenn man hier einmal die Linie verfehlt, dann kommt man ins Rutschen oder draußen aufs Grüne und dann ist man so gut wie weg. Dann haben wir eine sehr lange Gerade, die längste Gerade der Strecke, die hier in den Linksknick folgt, den man mit Vollgas nehmen kann, mit den Formel 1 Autos. Dann zum Abschluss noch eine Schikane. Und durch den holprigen Ausgang der Schikane auch sehr, sehr schwierig die Reaktion zu behalten. Und hier fängt gerade Red Oxen die schnelle Runde an im Red Bull und hat mit uns jetzt die schnelle Runde beendet. Und ich sehe da vorne einen Lukas Falk, der hier seine erste Quali-Runde zieht, und Bernd Racer hat die Session verlassen. Ich hoffe, er kann da jetzt nochmal joinen. Während wir den McLaren-Fahrer hier genau auf die Finger sehen. Lukas Falk hatte ich in meiner Tippvorhersage ganz außer Acht gelassen, da er in den letzten Rennen doch sehr vom Pech verfolgt wurde. Ich wünsche es ihm natürlich, dass ihm heute ein sehr gutes Rennen gelingt. Und meine Tipps, ich bin froh, wenn meine Tipps nicht stattfinden, sondern wenn ich überrascht werde. Aber das liegt dann an dem Kollegen hier, dass er mich überrascht. Er fährt jetzt auf die Schnelle, wir können uns das jetzt in der Onboard ansehen, in die schnelle Linkskurve, Vollgas, ohne zurückziehen. Sehr schön durchgezogen, jetzt durch die letzte Schikane durch. Richtung Ziellinie, so weit innen wie möglich bleiben. Und das war eine 1.28.8. von Lukas Falk, und jetzt werden die Zeiten nur so reinprasseln. Ich habe leider keine Ahnung, wer wo gerade sich befindet. Ich glaube, M6 ist der nächste, der mit einer 1.29.4 hier durchs Ziel kommt. Stadler ist gerade, war ich gerade eben drauf, der kommt hier jetzt gerade zur Ziellinie und setzt eine 1.32.7. Red Oxen ist auch gerade auf der langen Gerade. Oh, und dem fehlt ein Flügel, das heißt, das wird wahrscheinlich nichts. Highground kommt gerade durch die letzte Schikane durch und setzt seine erste Zeit. Und setzt dann 1.36.6. C3X derzeit immer noch in der Box. Sabino ist aber gerade in der letzten Schikane und cuttet hier. Ich glaube, dass das jetzt ein Cut war von Sabino, aber doch nicht. Die Zeit hat noch gezählt. Damit setzt er sich auf B2. Das heißt, das vorzeitige Outing sieht Lukas Falk auf B1, Sabino auf B2, MCX auf B3.
Zahnfee auf B4. Und hier haben wir Rocking Rookie, der sich gerade auf der langen Geraden befindet. Und guten Abend, Andreas. Schön, dass du auch wieder hier bist. Und jetzt gerade zur letzten Schikane für den Red Bull Piloten. Ist hier jetzt ziemlich sicher gefahren, also er hat ziemlich stark heruntergebremst in der Schikane. Aber B11, das reicht für B11 für Rockin' Rookie. Mike Reigns ist gerade im ersten Sektor, der fährt aber auf Mediums. C3X in der Zwischenzeit immer noch in der Box. Das heißt, wir bleiben derzeit noch auf Mike Reigns und schauen uns an, ob er seinem Teamkollegen hier gefährlich werden kann. Wir haben gelbe Flagge in Sektor 2, da findet aber nur ein Überholmanöver statt, beziehungsweise ein Durchlassen, während die Top-Fahrer hier wieder den Weg in die Box suchen. Und Mike Reigns, zahlen sich die Mediums gegen Ende der Strecke dann aus oder ist das dann einfach ein zu schlechter Reifen für diese Strecke? Das wird sich jetzt entscheiden. C3X immer noch in der Box. Und Red Dogs ist wieder auf einer Outlap. Oh, und da hat jetzt Mike Reigns das Auto fast verloren. Das wird ihm nochmal Zeit gekostet haben. Aber ja, er setzt sich nur auf Platz 12. Da ist natürlich viel mehr drin für den McLaren-Fahrer. Und dann haben wir Red Oxen, der gerade im zweiten Sektor sich befindet. Wir haben derzeit noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Aber Drift Racer fängt gerade die schnelle Runde an. Da fahren wir direkt mal mit. Und schauen dem Toro Rosso-Fahrer hier auf die Finger, während C3X sich auf die Outlap begibt. Mit dem werden wir natürlich auch eine Runde mitdüsen. Und auch Lukas Falk ist schon wieder auf einer Outlap. Noch haben wir 10 Minuten in diesem Qualifying. Ah, hier ist ein bisschen weit rausgekommen, Drift Racer. Scheint aber noch im Rahmen gewesen zu sein. Und fährt hier auf Steffi, glaube ich, auf. Ja, er fährt hier auf Steffi auf und auf Lukas Falk, der aber hier schön Platz macht für Drift Racer. Gerade Dussboon durch. Und dann die Gerade runterheizen. Hat vielleicht ein bisschen Windschatten vom Vordermann. Ah, die Kurve hat er zu eng genommen, die Linkskurve. Da ist jetzt ein bisschen durchs Gras gefahren und verliert hier jetzt in der Schikane wahrscheinlich viel Zeit. Kommt hier jetzt zur Ziellinie. Das ist nur Platz 10, ich sage nur, weil da sicher mehr drin gewesen wäre. Red Oxen hat gecuttet und C3X, dann fahren wir mit dem Herrn mit. Der hier jetzt gerade seine Reifen nochmal warm fährt und jetzt sich in der letzten Schikane befindet und den perfekten Ausgang hier vorbereiten wird. Er nimmt sie auch sehr weit, damit er so gerade wie möglich rauskommt. Hat er schon auf Überholen, also der will hier jetzt mit dieser Runde wahrscheinlich den Sack direkt zumachen. Hier durch die erste Kurve durch die zweite Kurve, sehr schön weit innen geblieben. Jetzt in den SS das ERS ein bisschen runtergedreht, um ERS zu sparen, weil man es über die ganze Runde nicht mit Hotlap fahren kann. Sehr schön weit innen gewesen in dieser Kurve. Auch diese lange Linkskurve war ideal genommen. Jetzt in den zwei Rechtskurven. Hat auch den absolut schnellsten ersten Sektor gesetzt. Auch die zweite Rechtskurve war ideal. Er fährt jetzt auf die Haarnadel zu. Hier steht auch ein Toro Rosso auf Abwägen.
Ein C3X kommt jetzt Richtung Spoon. Oh, da hat jetzt ein bisschen das Gras berührt. Aber das sieht noch in Ordnung aus. Ich hoffe, das hat ihm jetzt nicht zu viel gekostet. Wir werden es gleich sehen an der zweiten Zwischenzeitmessung. Zweiter Purple Sektor, also Purple Sektor, Sektor 1 und 2. Und jetzt noch die letzten zwei Kurven. Okay, die letzten drei. Jetzt die letzte Richtung Start-Ziellinie. Sehr weit innen geblieben. Und eine 1.28.6 von C3X, aber das war fast eine perfekte Runde. Und da sieht man dann auch wieder, wie stark die Runde von Lukas Falk eigentlich war. Der hier gerade wieder auf einer schnellen Runde ist und sein Auto aber verliert und in der Wand einschlägt. Und sich jetzt wieder fangen muss. Und in der Zwischenzeit konnte sich MCX 100 gerade noch vor Lukas Falk platzieren. Sabinho ist gerade auch auf einer schnellen Runde und verbessert sich nochmal. Das könnte nochmal besser werden für den Mercedes-Fahrer, der hier gerade Richtung Spoon unterwegs ist. Und hier ist einer auf sehr großen Abwegen. Hier durch die zwei Linkskurven durch. Rausbeschleunigen in Richtung Zeitmessung. Aber da hat jetzt ein bisschen Zeit liegen gelassen und bricht den Versuch auch direkt ab. Ich habe jetzt leider keine Ahnung mehr, wer wo unterwegs ist. Lukas Falk müsste eigentlich in der Box oder auf dem Weg zur Box sein. Ja, der rollt hier jetzt noch aus. Aber die Zahnfee ist gerade sehr schnell unterwegs. Schauen, ob er sich da nochmal verbessern kann. C3X konnte sich nochmal verbessern, noch eine Zeit draufhauen. Und hat aber jetzt halt die zwei Runden auf den Qualifying-Reifen drauf. Das ist halt auch nicht gerade ideal für C3X. Ob er sich da jetzt einen Gefallen getan hat, ist fraglich. Und Stevie kommt jetzt hier zur letzten Schikane. Nochmal links, nochmal, nee, falsch, nochmal rechts, nochmal links und dann nochmal rechts Richtung Ziellinie. Er wird sich verbessern und es reicht für B6. Gerade noch so hinter Sabinho. Svensson kommt auch gerade durchs Ziel, verbessert sich auch nochmal auf Platz 9. Ryan Doxon hat auch noch nicht wirklich eine Zeit gesetzt. Da wird jetzt wahrscheinlich seinen Versuch auf Sicherheit fahren. Zahnfee gerade sehr langsam unterwegs. Sabinho ebenso. Und Stevie legt nochmal einen drauf, aber ist schon eine Sekunde langsamer als sein erster Versuch. Drift Racer ist gerade auch auf einer schnellen Runde. Und Redoxon hat sogar die Session verlassen. Und Drift Racer kann sich hier jetzt verbessern. Hat sogar einen Purple ersten Sektor. Es geht also noch schneller als C3X im ersten Sektor. Die Frage ist nur, reicht das ERS bis zum Ende? Wenn er das auf Hotlap lässt, dann wird es vermutlich nicht mehr reichen. War jetzt hier im Spoon ein bisschen weit draußen. Der war auch der Corner Cut dabei. Sehr, sehr schade für Drift Racer. Mima ist gerade auf der Outlap. Der fängt dann nochmal eine schnelle Runde an. Jasperinho ist, glaube ich, gerade auf der Inlap. Und Svensson fährt, glaube ich, auch gerade rein. Genauso ist es auch. Stage ist gerade schneller unterwegs als in seinem ersten Run. Und wird die Zeit jetzt natürlich nochmal drücken. Aber das Feld ist halt sehr, sehr eng beieinander. Bis zur Stage sind es einfach mal 1,2 Sekunden vom Führenden. Hier durch Spoon und jetzt einfach die Traktion. Ah, da hat er jetzt ein bisschen Übersteuern gehabt. Mal schauen, wie viel ihm das jetzt gekostet hat für die Gerade.
Ah, da hat er schon wieder verloren, ist schon langsamer als sein erster Run. Mal schauen, ob er das jetzt hier in der letzten Schikane nochmal berichtigen kann. Hier steht mal ein Williams ganz blöd. Und er fährt auch nochmal rein. Es wird sehr eng, wenn er da nochmal raus will. High Ground gerade, auch er kann sich hier jetzt verbessern. Oh, und hätte das Auto jetzt fast wieder weggeworfen. Und jetzt durchs Boon. Ah, ist wieder ins Gras gekommen, links außen. Das ist natürlich weniger ideal für den Alfa Romeo Fahrer. Und er ist jetzt auf dem Weg zur zweiten Messung. Und hat einen Purple zweiten Sektor gerade hingelegt. Da bleiben wir jetzt direkt drauf. Auf dem Alpha-Fahrer, der hier jetzt durch die letzte Kurve kommt. Richtung Ziellinie. Und sich auf B11 schiebt. Trotz des schnellsten zweiten Sektor. Oh, und Lukas Falk greift jetzt nochmal an. Wenn die Anzeige oben stimmt, dann greift er gerade richtig C3X an. Sein letzter Versuch für für Lukas Falk. Jetzt hat er ein bisschen Zeit liegen gelassen im zweiten Sektor. Das dürfte aber momentan für B2 reichen. C3X wird noch zu weit weg sein. Und er kommt jetzt über die Ziellinie und das wird eine 1:28.7 für Lukas Falk. Das heißt, er ist momentan auf B2, aber da kommt noch mehr als... Da kommt noch MCX, Zahnfi kommt noch und Jasperini hat sich gerade auf B4 gesetzt. Mit einer sehr, sehr starken Runde. Ich weiß gerade nicht, wer wo unterwegs ist. C3X fängt gerade seine schnelle Runde an. Mal schauen, ob der noch was nachlegen kann zu seiner Zeit. Fährt jetzt gerade in die gelbe Flaggenzone rein. Da steht Rock'n'Rookie, glaube ich, im Gas. Oh, hier war er sehr optimistisch in dieser Linkskurve. Aber auch sehr am Limit und verbessert sich nochmal einen Purple ersten Sektor für den Mercedes-Fahrer. Und die zwei Degner-Kurven waren richtig hart am Limit. Der hat jetzt nichts mehr zu verlieren, nachdem er schon eine Zeit gesetzt hat. Und fährt hier jetzt alles Vollgas am Limit und will seine Pole hier jetzt durch den Spoon sehr aggressiv wieder durchgefahren, die komplette Strecke ausgenutzt auf die letzte Gerade sehr weit innen, fährt jetzt aber auf den Williams auf, zweiter Sektor auch noch Purple für C3X und jetzt durch die letzten zwei Kurven. Da hat er jetzt ein bisschen das Heck verloren. Und fährt auch wieder ganz rein und verbessert sich nochmal. Eine 1:28.3 für C3X. Und Lukas Falk konnte sich in der Zwischenzeit, also der war schon auf B2, aber MCX kann nicht kontern, er konnte sich nur minimal verbessern. Die Zahnfi kommt gerade angeschossen. Aber konnte sich in den ersten beiden Sektoren auch nicht verbessern. Mal schauen, ob er sich jetzt hier zum Run noch verbessern kann. Nee, zur Ziellinie konnte er sich nicht verbessern. Svensson hat gerade den Wagen verloren. Und Stage kommt mal hier an mit einem Purple zweiten Sektor, was ich gesehen habe. Nochmal schneller als C3X. Und fährt hier jetzt über die Ziellinie und setzt sich auf B5 sehr, sehr stark von Stage nochmal einen rausgehauen zum Ende. High Ground lässt auch ausholen und Rocking Rookie auch. Das heißt, das war unser Qualifying von Japan. Wow, das war nochmal eine richtig starke Runde von Stage. Nochmal einen Purple Sektor am Ende rausgehauen, sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben C3X auf B1.
Lukas Falk auf B2, MCX auf B3, Jasperini auf B4, Stage auf B5, dahinter sein Teamkollege die Zahnfee auf B6, Sabini auf B7, Stevie auf B8, die Steffi auf B9, Mima Racing auf B10, Svensson auf B11, Highground, der gerade hier in die Box fährt, auf B12, Drift Racer haben wir auf B13, Flux auf B14, Michael Reigns mit dem Medium-Reifen, keine Ahnung, ob das gewollt war, auf B15. Auf B16 haben wir dann Stadler und Rocking Rookie auf B17. Red Dogs und Burnt Racer und Force haben keine Zeit gesetzt und in dieser Reihenfolge beenden sie das Qualifying auf B18, 19 und B20. Ich hoffe, euch hat das Qualifying gerade auch so mitgerissen, vor allem am Ende. Das war richtig, richtig enge Sache, vor allem vorne. Ich schau mal gerade, ob wir das sehen. Natürlich, gerade wenn ich umschalte, sehen wir es nicht. Aber wir werden es nochmal in der Zusammenfassung sehen, wie eng es da wirklich zugegangen ist. Wir haben natürlich C3X mit ein bisschen einem Abstand schon vorne weg, aber dahinter haben wir eigentlich bis B11 alle innerhalb von einer Sekunde, wenn man von B2 ausgeht. Und auch da im Mittelfeld, das sind einfach nur Sackhaaresbreiten, was da Unterschied sind zwischen B5 und B8. Also das war einmal ein Rutscher mehr oder ein Rutscher weniger, was hier den Unterschied gemacht hat. So, nach dem Qualifying frage ich euch nochmal, wer eure Favoriten sind. Also Grüße gehen raus an den Chat. Würde mich freuen, wenn hier einer ein paar Predictions hier rausgeben würde. Mein Tipp steht immer noch mit Sabini auf B3 und davor MCX und C3X. Und während wir hier auf den Entschuldigung. ich bin Österreicher aus Tirol, also wenn ich huste und so, ihr kennt euch aus. Während wir hier warten, bis es 20.30 Uhr wird, habe ich noch einmal ganz kurz den Abflug von Lukas Falk, glaube ich war das, festgehalten. Und zwar schalte ich da jetzt gleich hin. Der verliert nämlich sein Auto in der langen Linkskurve. Und zwar schalte ich jetzt hin. Hier sind wir in der langen Linkskurve. Er kommt dann ins Gras, sieht den Red Bull und verliert dann das Heck, korrigiert und verliert es dann noch härter und schlägt da richtig hart in der Wand ein. Das hat ihn natürlich auch ein bisschen Vertrauen in das Auto genommen und in seine Fähigkeiten. Sowas steckt man nicht einfach so weg. Und ich glaube auch, dass das heute mitgespielt hat, wobei er eigentlich mit B2 eh zufrieden sein kann. Ich glaube, durch die Form von C3X ist das Maximum, was man rausholen kann momentan. Und die Steffi sieht sich auf B1. Wenn ich das lese, fängt es bei mir schon wieder stinken an. Das vermute ich jetzt einfach mal nicht, dass das stattfinden wird. Aber wie gesagt, ich lasse mich ja gerne überraschen. Mal schauen, was da am Ende dann noch rausspringt für die Steffi. Mittlerweile sind wir schon 22 Zuschauer. Danke dafür. Ich bin wirklich um jeden Zuschauer froh, der bei uns hier unser Rennen verfolgt. Und wir haben noch 2 Minuten, bis das Rennen losgeht. In der Zwischenzeit darf ich ganz kurz auf unsere Webseite, wer noch nicht registriert ist, würde ich sehr bitten, zumindest mal drauf zu schauen. Wir haben auch genug für Fahrer und Fahrerinnen, die jetzt nicht wirklich bei uns mitfahren. Wir schreiben News zu jedem Rennen, wir haben die Streams zum Nachschauen, wir haben auch eine GT Sportliga. Wir haben auch eine Spielezone, wo man alte
Flash-Klassiker spielen kann. Und ja, wir sind auch um jede Unterstützung hier froh. Und ich kann auch, wir haben auch einen Rennkalender, wo ihr das verfolgen könnt, wann die nächsten Rennen stattfinden. Zum Beispiel am 26. nächste Woche, am Donnerstag, am 26. März, haben wir dann wieder in Japan das Donnerstagsrennen der A-Serie, also die Crème de la Crème, weil ich da immer vorne bin. Nee, Spaß. Aber die schnellsten Fahrer am Donnerstag, die wir hier in der Liga haben, betteln sich dann in Japan. Am 28. März, am Samstag, haben wir dann den Markenpokal. Da geht die Sportliga. Und dann am 5. April haben wir das nächste Sonntagsrennen in Mexiko. Also je weiter wir in Amerika rumdüsen, desto später sind wir einfach im Kalender und ich habe jetzt schon irgendwie das Ende vor Augen. Es geht dann am Ende immer so sauschnell mit den Rennen. Und da bin ich jetzt schon gespannt. Und um den Kreis hier noch zu schließen, am Dienstag, den 7. April, sehe ich gerade, haben wir das GT Sport Dienstagsrennen. In unserer, wenn GT Sport nicht die 180 Grad Wendung macht, in unserer letzten GT Sport Saison. Wir wechseln wahrscheinlich auf Assetto Corsa, außer Polyphony Digital macht nochmal den 180 Grad Turn. Und wir stehen auch schon auf der Startaufstellung. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen, aber nur beinahe. Dann schalten wir wieder alles ein und gehen nochmal gemeinsam das Starterfeld durch. Wir haben C3X auf B1, Lucas Falke McLaren auf B2, auf B3 haben wir den Ferrari MCX100, Jasperinho haben wir auf B4, Stage haben wir auf B5 im Haas und sein Teamkollege Stage, Zahnfee direkt dahinter, sorry. Ich hoffe mal für Günther Steiner, dass es da kein Reboot von Silverstone oder sonstigen Vorfällen mit den beiden gibt. Sabinho haben wir dann auf B7 im Mercedes. Stevie im Renault auf B8 und hier staut sich's gerade übelst zusammen. Die Steffi haben wir auf B9 im Racing Point. Mima Racing haben wir auf B10 im Toro Rosso. Dann haben wir Svensson im Alfa Romeo auf B11 mit den Medium-Reifen. Ich glaube, dann geht's los mit den Medium-Reifen. Wenn es mich jetzt nicht täuscht. Genauso ist es auch. Auf B12 haben wir High Ground ebenfalls mit den Medium-Reifen. Auf B13 haben wir Drift Racer ebenfalls mit den Medium-Reifen. Flux geht die aggressivere Strategie mit den Soft-Reifen. Auf B14 im Renault. Michael Reigns auf B15 mit dem Medium-Reifen im McLaren hat sich auch so qualifiziert. Stadler dann im zweiten Ferrari, glaube ich, auch mit dem Medium-Reifen auf B16. Rocking Rookie auf B17 mit Medium-Reifen. Ja. Ryde Doxon, sein Teamkollege, auf B18 mit Soft-Reifen und in unserer heutigen Welt oder in unserer neuen Welt kommt nach B18 B20 und da ist der Force, der hier auch mit Mediums unterwegs ist. Daher meine ganz kurze Pause da in der Welt von Codemasters nach B18 B20 folgt. Man lernt nie aus, meine Damen und Herren. Während hier C3X der erste ist, der hier das Starterfeld zur Startaufstellung führt. Und wir schalten nochmal auf Force. Der letzte im Bunde, der hier seinen Platz einnehmen wird. Bevor das Rennen dann in Japan der Sonntagsliga losgeht. Da stehen sie jetzt alle. Force hat auch den Platz eingenommen.
gelben Flaggen gehen an, ganz typisch. Die Lichter gehen an, 2, 3, 4, 5 Lichter sind an und der Grand Prix geht direkt los. Sehr kurz Zeit der Lichter. Und Lukas Falk setzt sich da jetzt schon durch, hat direkt den besseren Start gehabt und konnte sich hier vor C3X setzen. Und dahinter wird es jetzt wahrscheinlich wieder abgehen. Ich bleib mal bei... Und da hat sich schon jemand gedreht, das dürfte Flox gewesen sein. Und Jasperinho, die beiden haben sich gedreht. Aber derzeit heißt es noch Platz lassen, Jungs. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren über die Startphase. Das sah in meinen Augen jetzt sehr, sehr gut aus, auch wenn hier Forst sehr, sehr nahe an Steffi rankam. Und Flux hat hier mit massiven Problemen zu kämpfen. Da vorne greift Michael Reigns schon den nächsten Fahrer an. Und da vorne bahnen sich gerade zwei. Da wird gerade ein grausames. Uiuiui. Da wird gerade ein grausames Alfa Romeo und Toro Rosso Baby gezeugt. Und Mima hat das Auto verloren. Mima hat das Auto verloren im Spoon. Und kommt wieder als 17. auf die Strecke. Da vorne ist derzeit noch alles ruhig. Und Lukas Falk mit der vorzeitig schnellsten Rennrunde. Und da hinten ist gerade Rydoxon an Force vorbei. Und Rydoxon geht jetzt gleich an der Steffi vorbei. Steffi auch sehr weit rausgekommen, aber ein sehr schönes Manöver aus der Sicht von Force von Rydoxon. Haben wieder gelb in Sektor 1. Und MCX versucht jetzt den Anschluss wieder zu finden zu den beiden da vorne. Aber da ist noch genug Abstand dazwischen drin. Ich schau mal, ob ich einen Fight finde. Hier haben wir einen Dreikampf zwischen Stevie Drift Racer und Stage. Während uns noch die Intervallzwischenzeit fehlt, um hier einen genauen Einblick zu bekommen, wie nahe das Feld hier jetzt eigentlich ist. Drift Racer sehr, sehr nahe dran an Stevie, aber da ist er noch zu weit weg, um den Renault-Fahrer hier anzugreifen. Aber Drift Racer nun der Bestplatzierte mit den Reifen, glaube ich. Ja, so ist es auch. C3X jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Drift Racer kann hier aber auch nicht angreifen. Und Flux hat in der Zwischenzeit die Führung übernommen. Sehr schön. Da hat Codemasters wieder reife Leistung gezeigt und Lukas Falk ist 42.000stel hinter Flux, was ich hier durch die bildliche Darstellung bestätigen kann. Und jetzt glaube ich passt es wieder, aber jetzt sehe ich halt den Intervall wieder nicht, aber egal. Wir bleiben jetzt noch auf den Kampf um B1, denn von hinten kommt jetzt MCX noch angeschossen. Je länger sich C3X hier Zeit lässt mit dem Überholen, desto schneller kommt MCX wieder ran an die beiden. Steffi in der Zwischenzeit mit der Strafe. Kann C3X hier jetzt schon vorbeigehen? Spart sich das ES gut auf für die Start-Ziellinie. Hat jetzt auch einen sehr, sehr guten Exit erwischt. DRS ist offen, ERS auf Überholen. Lukas Falk muss das verteidigen. Lukas Falk muss das verteidigen. Okay, Lukas Falk verteidigt nicht, aber es geht sich noch aus für den McLaren-Fahrer.
Und Flux hat wieder die Führung übernommen. Und dahinter sind sie immer noch wie aufgefädelt, aber ich glaube, Sabine ist gerade an der Zahnfee vorbei, während ich mit der Kamera auf C3X war. Und hallo Cherek, schön, dass du auch hier bist. Und hier ist Drift Race sehr, sehr nah an Stevie dran. Und der schiebt ihn hier durch Degner 1. Uiuiui, und da hätte Stevie jetzt fast den Wagen verloren. Ein bisschen Raum müsst ihr euch schon noch lassen. Oh, und da ist C3X jetzt sehr nahe dran an Lucas Falk. Aber es reicht nicht, um hier einen Angriff zu starten. Aber Lucas Falk hat sehr wenig RS. Wow, und C3X kommt hier sehr, sehr gut raus aus dieser Kurve. Hat jetzt das RS auf Überholen, setzt sich neben Lucas Falk. Aber es reicht nicht. Gibt ihm jetzt den kleinen Dutch noch hinten drauf. Aber Lucas Falk verteidigt das. Sehr, sehr stark für McLaren-Fahrer. Aber jetzt hat halt C3X wieder den besseren Exit. DRS hat er auch und er hat ERS wieder auf Überholen, also er übt schon brutalen Druck aus und jetzt greift C3X an zur ersten Kurve hin und Lucas Falk kam jetzt ein bisschen weit, aber er konnte es noch abfangen und in der Zwischenzeit übernimmt Flux wieder die Führung. Sogar vor C3X ist Flux momentan. Und jetzt ist C3X durch und kann den Abstand zu Lucas Falk schon erhöhen. Also das war nur eine Frage der Zeit, bis das Überholmanöver hier stattfindet. So, in der Zwischenzeit haben wir hinten High Ground, der an Rocking Rookie dran ist. Kann der Alfa Romeo Fahrer hier vorbeigehen? Dahinter kommt jetzt auch noch Steffi dazu. Aber Rocking Rookie verteidigt das Ganze jetzt noch. Ist hier jetzt aber sehr weit gegangen und Steffi hat da schon die Nase reingesteckt. Aber noch kein Vorbeikommen und Highground kommt jetzt mit dem Speed an. Ah, trifft jetzt Rocking Rook hier am Heck und hat den Wagen jetzt verloren. Und das bedeutet, dass Steffi hier durch ist und hinter Rocking Rook hier auf B14 sich befindet. Flux hat in der Zwischenzeit wieder die Führung übernommen. Und ja, das hört ihr jetzt jede Runde. Nee, Spaß. Und Steffi, hier kommt sie besser durch die Schikane durch. Kann hier jetzt schon außen angreifen gegen Rocking Rookie. Hat DRS offen. Kann sie vorbeigehen gegen den Red Bull-Fahrer. Sieht jetzt so aus, sie war spät auf der Bremse und geht vorbei an Rocking Rookie. Sehr schön rausbeschleunigt. Und dann die Position behauptet. So, für Drift Racer gab es immer noch kein Vorbeikommen an Stevie. Der ist immer noch auf B6. Aber MCX 100 kommt jetzt immer näher ran. An Lucas Falk, an den McLaren-Fahrer. Und Rocking Rookie hat, oder Highground hat gerade den Platz gegen Stadler verloren. Da ist jetzt der Driftracer immer noch zu weit weg. Force wäre aber nah dran an Svensson, der verteidigt der Svensson auf der Innenbahn. Aber Force hält die Linie hier außen. Sehr, sehr schön von Force.
kann Svensson hier nochmal kontern? Das ist jetzt die Frage. Hier durch den ersten Sektor herrscht ja eigentlich ein komplettes Überholverbot. Oh, und da hat Svensson jetzt den Alfa Romeo verloren. Habe jetzt leider panisch in die falsche Kameraeinstellung geschalten. Eieiei. Und dahinter auf B15 und 16 ist Stadler an Rocking Rookie dran. Hier durch Degner 1 und 2. Und dahinter kommt dann auch noch jemand, glaube ich. Beziehungsweise dahinter haben wir auch den Kampf Mima gegen High Ground 66. Oh, und da hat Rocking Rookie gedreht. Eieiei, da haben wir genau weggeschalten. Als es ihn gedreht hat. Das ist natürlich sehr bitter. Boah, Mima war jetzt sehr eng an High Ground dran. Kommt jetzt sehr schön raus gegen High Ground. Ich speichere mir das Replay jetzt mal als Overtake of the Year. Alter, wenn ich es jetzt selbst sehen würde, dann würde ich es mir nicht glauben. Dann würde ich es einfach nicht glauben, wenn mir das jemand erzählt, wie Mima Racing gerade an High Ground vorbeigefahren ist. Richtig Next Level. Also das ist Zukunftsmusik. Das wünsche ich mir dann 2022 mittlerweile von den neuen Formel 1 Autos. Genau so gehört das und nicht anders. Also das war gut, dass wir da jetzt drauf geblieben sind auf dem Zweikampf. Da geht es ja noch weiter, ne? Also, also das nenne ich mal Rad-an-Rad-Kampf zwischen den beiden. Sehr schön. Aber High Ground ist wieder vorbeigekommen an Mima Racing. Auch wenn Mima hier jetzt das bessere, den besseren Exit erwischt hat. Und hier. Eieiei. Stevie ist mittlerweile in der Box mit den Softreifen. Wie lange sind die Jungs hier jetzt draußen? 8 Runden und er fährt schon rein. Das könnte sogar richtig sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Er musste aber noch einen Flügeltausch hinlegen. Und MCX ist leider an Lukas Falk vorbei. Das habe ich leider verpasst. I'm really sorry. Ich schalte jetzt nicht mehr zu Mima zurück und zu High Ground. Das lenkt mich nur zu sehr ab. Und Drift Race ist, glaube ich, auch an Ride Oxen vorbei. Ah ja, ja, habe ich jetzt wieder viel verpasst. I'm really sorry. Steffi ist jetzt hinter Stevie, der aber schon Boxenstopp bereinigt, wieder auf der Strecke ist. Mal schauen, wie viel der Undercut hier bringt und ob C3X hier jetzt in die Box fährt. Nee, er bleibt noch draußen. Und X bleibt auch noch draußen, genauso wie Lukas Falk, der sich noch im DS-Fenster befindet von MCX. Der Rest dahinter bleibt auch noch draußen. Bei Drift Racer ist es sowieso klar. Micro Reigns ebenso. Force bleibt auch noch draußen. Also Stevie bis jetzt der einzige gewesen, der hier an die Box gefahren ist. Mal schauen, ob ihm das jetzt wirklich was gebracht hat. Oder ob das jetzt ein Schuss in den Ofen war. Aber er zieht zumindest Steffi momentan mit. C3X konnte sich in der Zwischenzeit 3 Sekunden absetzen
zu NCX100. Aber Lukas Falk kann das Lemper von MCX noch mitgehen. Die jetzt gerade wieder auf der langen Geraden sich befinden und die Strecke wird wieder heißer. Fahren die Fahrer vorne jetzt an die Box. C3X fährt jetzt an die Box. Schauen, ob MCX hier reagiert. Ja, der fährt auch in die Box. Aber Lukas Falk fährt noch eine Runde weiter. Mal schauen, ob der Overcut was bringt. Sabine ist natürlich auch weitergefahren, da sein Teamkollege in der Box stand. Und Drift Race hat sowieso die Medium-Reifen drauf. Jetzt fahren gerade alle geschlossen in die Box und wir schauen, wo Stevie hier wieder rauskommt. C3X ist schon wieder auf der Strecke und hat, glaube ich, freie Bahn nach vorne. Naja, mehr oder weniger, hat den Force vor sich. MCX kam noch hinter C3X wieder raus. Und Lukas Falk ist, wie gesagt, noch auf der Strecke. Mal schauen, wie viel ihm der Overcut nun kostet. Und wir haben einen DNF. Hier an der Boxeneinfahrt steht er. Er steht an der Boxeneinfahrt, aber das Rock'n'Rook jetzt auch zu weit weg. Und wir haben virtuelles Safety Car. Das rettet gerade ein bisschen zumindest den Lukas Falk, das virtuelle Safety Car. Solange er hier jetzt nicht zu schnell fährt, kann das wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit, das virtuelle Safety Car. Wir haben immer noch virtuelles Safety Car, er muss jetzt runterbremsen. Und fährt jetzt wahrscheinlich in die Box, wird das Ganze gleich ausnutzen. Wir haben immer noch virtuelles Safety Car. Und jetzt profitiert er halt richtig von dem virtuellen Safety Car. Wir haben immer noch virtuelles Safety Car. Und C3X hat jetzt während dem virtuellen Safety Car überholt. Und muss den Platz wieder zurückgeben, das hat Lukas Falk noch mal mehr gebracht. Er ist schon auf dem Weg nach draußen. C3X kommt jetzt angefahren und hier haben wir Lukas Falk. Lukas Falk mit dem Overcut und mit dem virtuellen Safety Car Glück zu C3X und befindet sich jetzt direkt wieder im Schlepptau. Und der hier richtig gelitten hat, war MCX100. Der ganze 2,5 Sekunden verloren hat auf. Hier steht auch einer im Flugstand hier jetzt im Abseits der Strecke. Also das lief gerade richtig gut für Lukas Falk, der sich jetzt gerade wieder hinter C3X eingefunden hat und C3X hat das Pech, dass er Force vor sich hat und der wird so schnell nicht seinen Platz abgeben. Auch wenn die Medium-Reifen schon ein bisschen älter sind als die von C3X. Aber kampflos wird der nicht aufgeben. C3X kommt jetzt schon an mit dem mit ERS und Windschatten. Und sticht da rein und berührt Force. Da kommt es zum. Und fährt hier jetzt weiter. Lukas Falk lässt sich jetzt vorerst mal mitziehen. Oh, Force muss sich jetzt direkt verteidigen gegen MCX100. Lichtdödel hat natürlich wieder kein Replay gemacht. Eieiei. Dann, wenn es darauf ankommt, mache ich wieder kein Replay. Ja, und Force hat jetzt schon sehr, sehr heiße Reifen. Und
Lukas Falk lässt sich derzeit noch mitziehen. Und Flux ist in der Box. Das Spiel ist einfach genial programmiert, also Flux ist gerade in der Box, wenn ihr es gerade so verfolgen könnt. Der Boxenstopp von Flux. Und jetzt kann er wieder fahren. Und er ist wieder auf der Strecke. Oder auch nicht. Auf jeden Fall fährt gerade der Bot, glaube ich. Die ERS-Anzeige lässt es vermuten, dass der Bot hier fährt, der hier richtig abgeräumt wird von... Das ist fix ein Bot. Eieiei. Also, falls sich Flux das dann im Nachhinein wieder ansieht, ne? Grüße gehen raus. Ich hab's drauf, also ich glaube dir. Falls es irgendjemand nicht glaubt, ich glaube dir. Ich bin nur froh, dass ich hier jetzt gerade 21 Zuschauer hier auch im Twitch-Channel habe. Ich bin jetzt nur. Mich würde jetzt nur interessieren, was jetzt passiert. Sorry, dass gerade der restliche Kampf hier ein bisschen verloren geht. Wobei hier der Kampf von C3X und Micro Reigns. Und Micro Reigns ist hier schon im Gras. Oh, kommt hier sehr weit. Ich hoffe, er lässt hier Lukas auch direkt vorbei. Und Flux ist jetzt wo? Ich glaube, da fährt nur noch der Bot, kann das sein? Er hat nämlich immer noch kein ERS erlaubt oder eingeschalten. Ja, egal, ich gehe wieder nach vorne. Da, ich verbleibe da hinten, sonst zu viel Zeit mit Flux und wir gehen hier die ganzen Überholmanöver flöten. Wen haben wir denn als nächstes? Wir haben als nächstes haben wir Stevie gegen Rydoxen gegen Zahnfee. Um B8 geht's hier. Und Rydoxen hier mit DRS und ERS unterstützt, kommt aber nur näher zu Stevie, kann noch nicht überholen und deshalb kommt die Zahnfee auch nicht näher an Rydoxen ran. So, Stadler haben wir dahinter im DRS-Fenster, aber da hat er jetzt viel Zeit verloren, da holt jetzt im Gegenzug Steffi ein bisschen auf, aber auch nicht ausschlaggebend. Und MCX ist jetzt auch an Michael Reigns dran, der ein bisschen durchgereicht wurde von den Top-Fahrern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Drift Racer noch auf den Mediums unterwegs ist und dann sehr, sehr schnelle Runden gegen Ende hin fahren wird. Für C3X wird es vermutlich nicht reichen, aber kann ohne weiteres hier vorne noch mitmischen. Und MCX ist jetzt schon richtig, richtig groß hier im Rückspiegel von Michael Reigns. Er schert schon aus für die Außenlinie, ist schon nebenan sehr spät auf der Bremse gewesen, fast zu spät. Hätte jetzt fast das Auto verloren hier in der zweiten Kurve. Und hat sich jetzt auf B4 gesetzt. Und dahinter haben wir die zwei Fahrer, die in früheren Zeiten ziemlich oft aneinander geraten sind. Sabinio und Mike Reigns. Mal schauen, wann, wo und wie Sabinio hier überholen wird. Wartet noch auf Spoon oder danach, je nachdem wie gut er jetzt rauskommt. Der Exit von Sabinio war jetzt richtig gut, da ist er schon weit hinter
Michael Reigns, aber versucht es gar nicht. Forspoon hat jetzt auch leicht das Gras berührt. Und jetzt auf der langen Geraden, super Kameraeinstellung. Michael Reigns verteidigt innen, aber er lässt Sabinio mehr oder weniger durch. Und Sabinio nun auf B5. Zahnfee ist jetzt dran an Redoxen. Und es sind nur noch 10 Runden zu gehen. Das heißt, ein paar Medium-Fahrer werden schon in die Box gehen, so wie unser Freund Force hier. Hat es gerade komplett zerrissen. Wie gesagt, Corona ist stark in mir. So, Zahnfee ist aber auch gerade stark an Radoxen dran, um eine gute Überleitung zu finden. Aber wir dürfen auch nicht C3X aus Acht lassen, der hier jetzt an Drift Racer schon dran ist und versuchen wird vorbeizugehen. Aber Drift Racer wird jetzt einfach sein Rennen weiterfahren. Der will gar nicht kämpfen gegen C3X, so schätze ich ihn jetzt ein. Der hat hier ein ganz anderes Ziel, als um den Sieg zu fahren. Aber C3X kommt hier jetzt sowieso mit Leichtigkeit vorbei an Drift Racer. Und wir haben den nächsten Medium-Fahrer an der Box, Michael Reigns, der sich jetzt die Softreifen holen wird. Und die beiden auf B7 und 8 kommen auch gerade an. Oh, Redoxen sehr weit gegangen. Muss jetzt versuchen, vor der Zahnfee zu bleiben. Aber Zahn fährt jetzt die Innenlinie für die Kurve 1 und 2 und setzt sich auch hier durch. Sehr schönes Übermanöver von der Zahnfee. Und Steffi ist auch an Jasperinho dran. Mit ERS, aber da dürfte sie noch zu weit weg sein. Und wir haben Gelb in Sektor 1. Es dürfte ein Red Bull gewesen sein und Force, der hier jetzt zu kämpfen hat. Keine Ahnung, was da jetzt war. Ich glaube, das war Rocking Rookie, der jetzt schon wieder sich gedreht hat. Ich glaube, da war ein Zusammenstoß mit Force. Und wir haben Drift Racer jetzt an der Box für die Medium-Reifen. Er wird wahrscheinlich vor der Zahnfee rauskommen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern mit großer Sicherheit. Und Redoxen ist auch direkt hinter der Zahnfee. Will hier jetzt schon überholen. Super Kameraeinstellung. Oh, und berührt jetzt die Zahnfee hinten am Heck. Hat jetzt natürlich auch den schlechteren Exit. Da würde er jetzt nicht vorbeigehen können. Da ist er zu weit weg, aber von hinten kommt jetzt ein Michael Reigns angeschossen. Mit frischen Softreifen, nicht zu vergessen. Also der Junge klebt jetzt richtig auf der Strecke. Da wird es jetzt wahrscheinlich gleich richtig zur Sache gehen, zwischen den dreien. Und Michael Reigns mit dem besseren Reifen ist jetzt schon fast neben Redoxen. Fahren wir jetzt onboard mit. Aber er legt sich noch zurecht für Spoon.
schalte das ERS schon mal ganz leicht nach oben. Ah, jetzt durch die Dirty Air ein bisschen weit rausgekommen, aber auch Red Doxen hat zu kämpfen mit den Reifen. Und jetzt hat Michael Reigns das ERS hochgedreht mit dem Windschatten. Kommt er da schon an, gerauscht, geht an. Red Doxen hier ganz klar vorbei, vor der Kurve sogar noch. Zur Gänze. Und Michael Reigns hat jetzt auch DRS und schnappt sich gleich Zahnfeder, wenn die Box fährt. Er hätte DRS, macht es aber nicht auf. Keine Ahnung warum. Stevie ist gerade auf B10, da wird wahrscheinlich sein Rennen auch beenden. Stage auf B9, ansonsten haben wir keinen direkten Kampf, glaube ich, gerade. Außer Red Doxen, der aber auf Michael Reigns Zeit verlieren wird. Und Michael Reigns wird jetzt auf Drift Racer ein bisschen aufholen, weil einfach die Grundbase von Michael Reigns ein bisschen besser ist als die von Drift Racer. Aber ich glaube nicht, dass Drift Racer diesen fünften Platz jetzt noch aufgeben wird. Das heißt, wir haben vorerst C3X auf B1 im Mercedes, wenn die Reifen halten, dann würde sich das nicht mehr nehmen lassen. Auf B2 haben wir dann Lukas Falk im McLaren. Dasselbe gilt für ihn, wenn da jetzt kein großer Fehler mehr kommt, dann wird das B2 bleiben. MCX100 haben wir auf B3 im Ferrari. Der könnte noch Druck bekommen vom Sabino auf B4. Der ist nur 1,5 Sekunden hinter MCX100. Hat jetzt aber auch eine Zeitstrafe bekommen, der Sabino, also sieht jetzt nicht so gut für ihn aus. Drift Racer haben wir dann auf B5, der da ein bisschen alleine rumfährt, 14 Sekunden nach vorne, 8 Sekunden bzw. 9 nach hinten. Mike Reigns dann auf B6. Red Doxen haben wir auf B7. Force haben wir auf B8. Auf B9 haben wir den Stage. Stevie haben wir auf B10. Die Zahnfee haben wir auf B11, auf B12 haben wir Jasperinho, die Steffi haben wir auf B13, Mima haben wir auf B14, Svensson haben wir auf B15, Stahl auf B16, den Butt von Flux glaube ich auf B17, Rocking Rookie auf B18 und High Ground ist der einzige DNF momentan. Und Red Doxen ist sehr sehr nahe dran an Michael Reigns und wir haben Gelb in Sektor 3. Da fahren wir jetzt gerade hin. Es ist der auf 6 platzierte Flux und der ist wieder zurückgereift. Aber Red Doxen ist hier zu weit weg, um Michael Reigns hier angreifen zu können. Mima Racing klopft gerade an die Racing Point Tür. Vom Abstand würde sich's ausgehen. Ja, das sieht sehr gut aus. Mit DS, ERS geht er hier an der Steffi vorbei und Flux hat in der Zwischenzeit die Session verlassen. Und Svensson mit der schnellsten Runde des Rennens auf B15 momentan. Und Red Doxen kommt aber nicht nahe genug an Michael Reigns dran.
auch Sabine musste ein bisschen abreißen lassen zu MCX100. Ja, Lukas hatte heute ein richtig fehlerfreies Rennen, also dass sogar das virtuelle Safety Card ihm dann noch richtig hart in die Hände gespielt. Also wie gesagt, mein Tipp war Sabine auf B3 und er auf B4 eigentlich, aber da hat er mich jetzt ziemlich kalt erwischt, der McLaren-Fahrer. Ich gönne es ihm natürlich. Zahnfee ist gerade an Stevie vorbeigegangen, das habe ich jetzt leider nur in der Tabelle links gesehen. Da war ich jetzt eine Spur zu langsam. Und Stage kommt jetzt auf den Ghost von Flux zu und ich glaube, dass er ihn nicht sieht. Und das heißt, dass er ihn jetzt abschießen wird. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ah, der macht eh Platz. Mal schauen, ob er für die Zahnfee jetzt auch Platz macht. Oh, aber Redoxen ist gerade nahe dran an Mike Reigns. Das ist natürlich ein bisschen spannender, als dem Bot hier zuzusehen. Während wir hier die letzten drei Runden des Grand Prix erleben. Ist ein bisschen zu weit weg noch, macht aber richtig Boden gut auf Michael Reigns. Mal schauen, ob hier Redoxen noch einen Weg vorbei findet gegen Michael. Oh, Michael hier jetzt am Kurveneingang aufs Gras gekommen, das ist nicht schön. Und Redoxen greift jetzt richtig an, der hat schon auf Überholen umgestellt und kommt jetzt schon angerauscht mit Windschatten und allem drum und dran. Da war jetzt ein bisschen weit innen. Da hat er jetzt viel Zeit verloren wieder. Und muss wieder unnötig ERS ausgeben, um an Michael Reigns hier ranzukommen. Ah. Flux ist rausgefallen. Ich glaube, laut Codemasters warst du nie wirklich da, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Redoxen ist gerade richtig nah an Michael Reigns dran. Shaded schon aus für die Außenbahn. Aber da ist noch ein Michael Reigns, der das hier sehr, sehr stark verteidigt. Und jetzt außen die Linie geht. Sehr stark von Michael Reigns. Ja, Flux war immer wieder auf B1 unterwegs. Das war richtig stark von ihm, ja. Oh, und die Zahnfee war gerade richtig nahe an Stevie dran. Stevie derzeit noch auf B10. Aber bekommt hier jetzt schon massiven Druck von der Zahnfee. Oh, und Zahnfee hier jetzt mit dem Fehler in der zweiten Deckner-Kurve. Das hat ihm jetzt wieder sehr viel Zeit gekostet an der Stelle. Und meine Batterien vom DualShock 4 sind fast leer, nur so als Info. Damit ihr das auch seht. Und wir schauen uns das nochmal an. Michael Reigns gegen Redoxen, die fünfte. Thank you.
dürfte aber ein bisschen zu weit weg sein, um Microrance hier angreifen zu können. Das ist er auch, da ist er zu weit weg. Er kommt zwar richtig nahe dran, aber das ist noch zu weit weg für ihn. Stevie ist aber an Stage dran. Aber er nimmt den Windschatten vom Haas-Fahrer nicht mit. Und Mima Racing ist an Jasperinho dran. Und Jasperinho hier mit den harten Reifen schon fast auf verlorenem Posten. Da kommt nämlich ein Mima mit richtig Highspeed angerauscht. Und geht auch außen an ihm vorbei. Sehr stark von Mima Racing. So, da vorne haben wir immer noch Ride Doxen gegen Mike Rains. Mike Rains war wieder mit dem Reifen auf dem Gras. Das hat ihm jetzt wieder sehr viel Zeit gekostet. Und Ride Doxen kommt jetzt auch schon mit dem Geschwindigkeitsüberschuss angeflogen Richtung McLaren-Fahrer. Boah, der war hier sehr richtig spät auf der Bremse. Aber das könnte noch im Rahmen sein. Er hat DS offen, ES auf Überholen. Kommt mit dem Overspeed an, sticht da jetzt noch rein, aber da muss er nochmal zurückziehen gegen Mike Rains. Da war er zwar nah dran, aber nicht zu so nah, dass es ausgeht. Aber Stevie ist jetzt den Millimeter näher an Stage dran. Kommt jetzt mit DRS und ERS schon an Stage ran, aber hat da jetzt leider die Außenbahn und war nicht weit genug neben ihm. Befindet sich jetzt auch im Haas-Sandwich. Also ein amerikanischer Cheeseburger ohne Fleisch, sondern nur Brote und Käse in der Mitte. Oder ein Big Mac vielleicht. Ne, einen Double Cheese. Oben Bulette, Mitte Käse und unten Bulette. So sieht es momentan hier aus. Also Stevie, glaube ich, tritt jetzt gerade die Flucht nach vorne an. Ich muss leider gerade auf den Kämpfen hier bleiben. Ich muss sogar noch weiter vorgehen, denn Drift Racer hat allen Ernstes noch Sabine überholt. Da ist der nächste Kampf. Die kommen hier alle Schlag an Rad hier durchs Ziel. Mike Rains gegen Ride Doxen, da bleibt es auch unverändert. Aber da ist Stevie in der letzten Kurve, in der letzten Schikane. Geht er da noch am Haas vorbei? Stevie geht wirklich noch am Haas vorbei. Und da verliert Stage noch einen Platz gegen Stevie und gegen die Zahnfee. Das war sehr, sehr stark von Stevie, dass er da nochmal vorbeigegangen ist. Er hat zwar den Platz nicht behalten durch die Zeitstrafen, aber es war trotzdem ein gutes Manöver. Und Svensson kommt jetzt auch noch durchs Ziel. Und das war unser Japan Grand Prix. Ich habe leider komplett die Einfahrt der Top-Fahrer verpasst. Es tut mir richtig leid, aber die waren einfach zu weit auseinander. Ich musste da hinten auf den Kämpfen bleiben. Und ich habe Level 25 erreicht. Yay. Für das, dass ich nichts getan habe. Nichts Aktives, außer euch ein bisschen Unterhaltung geschenkt. Hier seht ihr jetzt nochmal die Gewinner: C3X auf B1, Lukas Falk B2 und MCX B3. Sehr stark. So, da gehen wir jetzt nochmal mit meinem Eminem Rap God Rap Skills, Rap Speed, gehen wir jetzt nochmal das Rennergebnis durch. Und zwar haben wir auf B1 C3X, auf B2 Lukas Falk, auf B3 MCX100, auf B4 Drift Racer, auf B5 Sabinio, auf B6 McRains, auf B7 Ride Doxen, auf B8 Force,
Auf B9 die Zahnfee, auf B10 haben wir dann Stevie, auf B11 haben wir Stage, auf B12 haben wir Mima Racing, auf B13 haben wir Aspirinho, auf B14 Svensson, auf B15 Stadler, auf B16 haben wir die Steffi, auf B17 haben wir Flux, auf B18 Rocking Rookie und auf B19 den einzigen Ausfall High Ground 66. Und genau jetzt fertig geworden. Gott sei Dank. Ist das noch ausgegangen? Ich habe aber für euch noch ganz kurz, ich habe ein paar Replays noch mit aufgenommen. Ich halte da eher wenig davon, dass ich euch das direkt während dem Rennen zeige. Außer es gibt ein Safety Car. Da ich die Action sonst oder in der Vergangenheit dann immer überspielt habe, schauen wir uns ganz kurz nochmal den Start von Lukas Falk an. Der hier nach den Lichtern wirklich abging wie die Feuerwehr. Auf der linken Seite der McLaren, hier in der Slow-Mo sehen wir es gut, war da schon neben C3X und kam dann einfach besser vom Fleck und war da jetzt schon auf B1 und konnte somit vorbeigehen an C3X. Ich schalte jetzt einfach alle Replays durch, die ich so habe. Das nächste Replay haben wir hier mit High Ground, der hinter Rocking Rookie sich befindet und hier innen durchgehen will. Dann den Dutch an Rocking Rookie hinten abgeht und das Auto verliert. Und dadurch dann auch ziemlich weit zurückgereicht wurde. Und hier haben wir das Überholmanöver von Steffi auf der Außenbahn. Sie konnte sich schon vor der Ziellinie neben ihm platzieren und hat das Ganze dann richtig gut durchgezogen. Sie hatte zwar den Reifen vor, damit den Softreifen, aber das wurde auch sehr, sehr schön umgesetzt, das Überholmanöver. So, hier haben wir dann Force gegen Svensson. Force hier ebenfalls wie seine Teamkollegin vorhin außen gegen den Alfa Romeo. Leicht das Gras berührt, sehr spät auf der Bremse und konnte sich da in Kurve 1 und 2 durchsetzen. Also das war heute in dem Rennen der Überholpunkt Nummer 1. Da haben wir auch die meisten Überholmanöver gesehen in Kurve 1 und 2. Da haben wir, glaube ich, jetzt den Konter von Svensson. Oder ne, Svensson hat hier das Auto verloren. Er kam hier mit dem Hinterreifen ins Gras. Dann habe ich panisch weggeschalten. Und dann hat er sein Auto verloren und ist in der Wand eingeschlagen. Hat sich da direkt den Flügel zerstört. Da hat er nur ganz kurz das Gras rechts außen berührt. Hier haben wir Mima Racing und ich glaube, jetzt geht die Bar. Das ist das Overtake of the Year der Rookie Racing Liga. Hier einfach so die 2022 Mechanics hier ausgenutzt und durch High Ground hindurch mit dem Speed hat er sich da durchgesetzt. Aber das war dann noch eine längere Geschichte im Stream zwischen den beiden. Und ich glaube, das geht hier jetzt einfach so weiter. Ach nee, das war Flux, genau. Flux, der hier jetzt gerade in der Box ist und ihr wisst es ja, wie es ausging. Da fuhr dann die ganze Zeit der Bot so langsam durch die Gegend. Den Bug hatte ich jetzt persönlich auch noch nie gesehen. So, ich muss gerade schauen, ob ich jetzt noch ein Replay habe, das noch an Spannung, das noch richtig spannend ist, nicht dass ich euch da unnötig jetzt noch hinhalte. Ich schaue mir das gerade mal auf meinem PC an.
Aber ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Da haben wir nur noch ein Überholmanöver von Red Dixon und Michael Reigns. Beziehungsweise hat er sich verteidigt. Und das Überholmanöver von Mima Racing, aber das war alles in Kurve 1. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal die letzte Szene in der letzten Runde. Die können wir uns nochmal abschließend anschauen. Stevie ist eh gerade pünktlich im Chat, da schauen wir gleich in der Wiederholung zu. Und zwar sind wir hier in der letzten Schikane, zwei Haas, ein Renault. Stevie hier auf der Außenseite gegen Stage, geht er vorbei, setzt sich hier durch und Stage durch den schlechten Kurvenausgang verliert er direkt den Platz gegen die deutsche Zahnfee. Und hier sehen wir die drei durchs Ziel fahren. Im Ende war es dann doch Zahnfee vor Stevie und vor Stage, aber ein sehr geiler Kampf da am Ende. Ja, wie gesagt, das war es jetzt eigentlich von mir. Ich kann euch nur noch den Link zu unserer Webseite da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen bei uns wiedersehe. Und vor allem, wenn ich euch beim nächsten Stream dann wieder begrüßen darf. Beim nächsten Rennen bin ich dann selber am Start am Donnerstag. Aber am Samstag dann beim Markenpokalrennen bin ich dann wieder euer Streamer. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Euch hat es gefallen, genauso wie mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bleibt zu Hause. Ich habe sowieso Quarantäne, also ich darf eh nicht raus. Und viel Spaß in der nächsten Woche dann. Kopf oben halten. Ciao, ciao.